erster Linie die neue, gerade aktuell erschienene Babylon, praktisch erschienen im Kopfverlag. Der Leger sitzt hier und im Anschluss daran die Vorstellung des Veilchens, die Frau Herrmann, die ist ja auch in unserer Runde immer wieder präsent. Und Veilchen, ich glaube, wer da war, kennt es jetzt auch schon. Und jetzt wollen wir auch wirklich mal ein bisschen konkreter was wissen oder genauer wissen. Und wir fangen aber erstmal mit der Babylon kurz an. Ich habe leider, wollte ich dann Herrn Mühlen, wie gesagt, den wollte ich noch einladen, dass er ein paar Gedichte liest, weil der ist da auch da drin vertreten. Wie gesagt, er hat gerade leider eine OP an der Bandscheibe, kann nicht kommen und so weiter. Ja, Babylon, man sieht es ja, also nach Matrix ist gewissermaßen ja sozusagen, man kann ich wirklich sagen, also ein Kind gewissermaßen. Also man sieht ja, glaube ich, schon von der Aufmachung her ähnliche Art und Weise. Also hängt auf alle Fälle unverkennbar auch zusammen, oder kann man sagen, dass es wirklich auch ein neues Kind dieser Matrix-Mutter ist, aus dem Hause Bock Verlag. Und ich glaube, wenn das so ist, dann sind ja auch noch weitere Kinder gewissermaßen geplant, Herr Bock, sagten Sie mal. Ne? Also der Herr Bock, der expandiert ja permanent, das wissen wir ja schon, ne? In alle Richtungen. Aber das sind weitere, auch der österreichische Raum, haben Sie mal gesagt. Ja. So. Ja. Lassen wir das erstmal, genau, okay, gut. Aber das Babylon, das ist süddeutsche Matrix für Literatur und Kunst, also nicht nur natürlich für den Ludwigsburger Raum, aber auch für den Ludwigsburger Raum. Und jetzt denke ich mal, jetzt sagen wir mal einfach so, wenn man jetzt mal sagt, also es gibt unterschiedliche Subredaktionen, also für den Ludwigsburger Raum, sind drei da, Dr. Michael Ganz, Dr. Albrecht Schau und ich bin da auch noch mit dabei, die dann immer mal wieder auch Ludwigsburg literarisch oder auch sonst wie vorstellen. Und ja, in der Subredaktion haben wir hier Kalf, das ist der Dr. Uli Rotfuß, also ich weiß nicht, das sind natürlich zum Beispiel auch schon, auch zum Beispiel ein Kollege von mir, der arbeitet als beim IB tatsächlich auch, leider dort auch die IB-Hochschulen. Ja, also auch eine ganz, ganz interessante Person und ein Mann, der auch enormes leistet. Also bei ihm ist auch so, man weiß manchmal gar nicht, wie er das alles auf eine Reihe kriegt. Auch. Er ist auch Vorsitzender der Kocke und so weiter und dann schreibt auch schon also seit Jahrzehnten Bücher und ist auch dabei immer mit Rezensionen und so weiter. Ne? Dann hat man hier in der Subredaktion die Undine Dietz. Die hat ja auch, wann war das letzten November hier, 2011, bei uns gelesen. Also auch eine hochinteressante Frau, Autorin, Künstlerin, die in Karlsruhe, aus Karlsruhe, in Karlsruhe arbeitet, dort herkommt und auch sehr aktiv ist. Und ich hoffe, wir können sie immer auch mal wieder einladen. Ja, und wenn man da mal den Redaktionsrat anguckt, also das sind ja alles bekannte Leute, die der Schlesack ist, glaube ich, auch so ein Aushängeschild des Pop-Verlags. Na, ich meine, das ist ja insgesamt natürlich, eine, kann man so sagen, eine, also eine enorme geistige Größe. Also auch der, da ist jetzt auch vom Dieter Schlesack in Text drin. Ich glaube, den muss man unbedingt lesen. Also da ist eine geballte Ladung Geist einfach drin und dran. Also ich denke mal schon, die Leute, die da jetzt dran beteiligt sind, kann man sagen, da ist einfach schätzungsweise schon einige Klasse auch zu erwarten. Ja, ich habe mir jetzt einfach mal gedacht, dass wir halt so ein bisschen durch dieses Teil durchgehen. Also es soll ja alle drei Monate erscheinen, Babylon. Ne? So ist es auch geplant. Das ist jetzt hier eine Doppelnummer. Ja. Ne? Aber im Regelfall eine dreimonatige Einzelnummer mit Gedichten, mit Texten, egal welches Genre, je nachdem. Oder Sie sprechen dann die Redakteure an und sagen, das ist gute Literatur. Gute Literatur, ja. Genau, okay. Ja.